Hallo und herzlich willkommen bei gitarrenlehreronline.de. Im heutigen Video zeige ich dir den Shape oder auch Fingersatz 4a der Dur-Tonleiter am Beispiel von G-Dur. Los geht's! Das war der Shape 4a und der heißt so, weil der vierte Finger auf der A-Seite den Grundton markiert. Das ist in diesem Fall ein G, deswegen ist es die G-Dur-Tonleiter. Um dir zu zeigen, warum es sinnvoll ist, die Fingersätze so zu benennen, habe ich ein extra Video für dich gedreht, wo ich dieses ganze System richtig erkläre. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Das heutige Video ist nur ein Video in einer Serie von 6 Videos zu den Shapes oder auch Fingersätzen der Dur-Tonleiter. Die Links zu den anderen Teilen findest du auch hier unten in der Beschreibung. Wichtiger Tipp von mir, du solltest Fingersätze und Skalenübungen grundsätzlich immer mit Metronom, Rhythmus oder Jamtrack üben. Ich habe dir 6 Jamtracks in verschiedenen Tempos, also im Prinzip der, den du gehört hast, als ich den Fingersatz gespielt habe, in meinem YouTube-Backstage-Bereich verlinkt. So, wie bekommst du jetzt Zugriff auf den YouTube-Backstage-Bereich? Das ist ganz einfach. Du gehst hier unten in die Beschreibung, klickst den Link zur Anmeldeseite und dann trägst du deine E-Mail-Adresse ein und du bekommst dann den Zugang zum Backstage-Bereich geschickt. Da findest du immer alle Begleitmaterialien zu den Videos, die ich hier auf YouTube veröffentliche. Sei es mal Tabs oder Jam-Tracks oder keine Ahnung was, alles Mögliche. Du brauchst dich auch nur einmal einzutragen und du speicherst dir dann einfach die Seite und kommst da immer wieder drauf und kannst zugreifen. Außer den Begleitmaterialien findest du im Backstage-Bereich auch noch ein E-Book, wie man richtig übt. Es ist ziemlich umfangreich, ich glaube mittlerweile 9 DIN A4 Seiten. Es wird auch ständig erweitert und verbessert nach Feedbacks, die ich so bekomme. Und außerdem habe ich noch eine Sammlung an Rock Achtelbeats gemacht, also Rhythmus, bumm, zack, bumm, zack. Eine Sammlung von, ich glaube, 17 MP3s, die du zum Üben benutzen kannst. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, dich anzumelden im YouTube-Backstage-Bereich. Link hier unten in der Beschreibung. Um diese Fingersätze richtig zu üben, empfehle ich dir, immer 8 Noten auf einmal zu üben. Das heißt einfach einen ganzen Takt. Wir haben hier immer 4 Takte bei der Dur-Tonleiter. Und wir fangen einfach mal von vorne an und ich gehe den Fingersatz mit dir durch. Zweiter Takt. 3, 4. Takt. 3, 4. Und der letzte Takt. 3, 4. Natürlich ist es nur der Anfang, diese Fingersätze richtig schön sauber spielen zu können. Um richtig damit zu musizieren, also richtig Musik damit machen zu können, brauchst du die richtigen Übungen und Konzepte und die richtige Anleitung. Diese findest du in meinem Kurs Modes und Arpeggios auf gitarrenlehreronline.de. 33 Lektionen zeigen dir,
wie du mit diesen 5 Shapes der Duotonleiter alle Sounds erzeugen kannst, die du dir so wünschst. Das ist ein sehr umfangreicher Kurs, da brauchst du mal mindestens ein Jahr, bis du den durch hast, auch wenn du pro Woche eine Lektion machst. Du wirst es nicht schaffen, in einer Woche das komplette Material jedes Mal, also bei jeder Lektion, durchzumachen. Was du allerdings nach diesem Kurs hast, ist ein kompletter Überblick über das Griffbrett. Du kannst alles, jeden Sound kannst du überall spielen. Und auch die sogenannten Modes oder früher Kirchentonleitern werden dir überhaupt keine Probleme mehr bereiten. Weder vom Verständnis her, noch von der umso wichtigeren Praxis her. Den Link zum Kurs findest du hier unten in der Beschreibung. Und falls du da erstmal reinschnuppern willst und erstmal gucken willst, wie geht das überhaupt, habe ich einen schönen kleinen Minikurs kreiert, für den du dich kostenlos anmelden kannst. Den Link dazu findest du auch einfach hier unten in der Beschreibung. Damit wären wir am Ende dieses Videos. Wenn es dir gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch, ein Gefällt mir, würde ich mich sehr freuen. Kommentier was Schönes oder wenn du eine Frage hast, kannst du natürlich auch kommentieren. Ich freue mich über jeden Beitrag, den du hier drunter schreibst. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und wenn du in Zukunft kein Video mehr verpassen willst, dann klick doch auch noch diese Glocke, die da unten neben dem Abonnieren-Button steht, an. Denn die sorgt dafür, dass du benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne, der beste Tag zum Üben ist heute. Bis dann, mach's gut, ciao.